So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Until Dawn. So, wir spielen als erstes den Charakter Sam, gewissenhaft Hannahs beste Freundin, umsichtig und abenteuerlustig. Na, dann schauen wir mal, wie sich die Geschichte, ja, weiter prägt. Hallo? Ist jemand hier? Okay, kann ich auch mit ihr? Ich drück mal Touchpad. Nein, geht nichts. Okay. Aber man dachte, ich kann auch mit ihr die Taschenlampe einschalten. Gibt es auch hier irgendwo welche? Was? Du kannst den rechten Stick benutzen, um die Kamera zu bewegen. Ja, ich kann sie bewegen, aber nicht allzu weit. So, wir werden verfolgt von diesem Typen, der wahrscheinlich auch letztes Jahr da war. Mit dem Flammenwerfer. Nehme ich mal an. Aber hier liegt kein Totem, oder? Also zumindest sehe ich keins. Wenn du den rechten Stick umsehen, schlimme Objekte können ver... Und was? Bekomme 150.000 Mal die gleiche Ding. Okay, gut, da ist nichts. Das Tor ist kaputt, klettere rüber, Chris. Okay. Zu viel zum Thema Abenteuer, lustig. Ich mach das nochmal, das schaut lustig aus. Rüttel mal bitte dran. Na gut. Kann ich bitte irgendwie eine Taschenlampe haben? Ah, da können wir rüberklettern. Okay. Habe ich sonst noch irgendwelche anderen Optionen hier? Kann ich auch wieder zurückgehen? Ah, ich steige einfach ins Auto und fahre wieder retour, oder? Ich glaube, das wäre das Gescheiteste überhaupt. Na, ich glaube, man kann da eh nichts anderes machen. Ich suche eigentlich nur so welche Totems. Kann man das nicht... Oh, ich habe R1 gedrückt. Schmetterlingseffekt. Geht dich nichts an. Ah, okay. Charakterinfos, ehrlich, sehr hoch. Hilfsbereit, sehr hoch. Witzig, nicht so sehr. Tapfer ist sie. Romantisch, mag sie nicht. Neugierig, ja, es geht. Beziehungsstatus, mit Jess kann sie sich nicht leiden und mit Mike auch nicht. Mit den anderen. Solala, eigentlich ist sie ja wirklich nicht sehr beliebt bei denen. Aber okay. Wurscht. So, nein, mit L1, Entschuldigung. Mit L1 kann man schneller gehen. Entschuldigung. So, dann darauf. Schnell? Na, machen wir auf sicher, oder? Klettern. Der Pädophile hinten im Gebüsch. Der wiegst sie wahrscheinlich gerade an. Oh, sowas sagt man doch nicht, Herzfehler. Aber es hört sich wirklich so an. Es hört sich doch wirklich so an. So, haben wir da irgendwo was? Wieso kann ich keine gottverfluchte... Ein Eichhörnchen. Hey, kleines Kerlchen. Hast du Hunger? Oh, ich mag Eichhörnchen. So, wenn du unsicher bist, was du als nächstes tun sollst, kannst du dein aktuelles Ziel durch R1 ansehen. Also, okay. Das ist das, was ich vorher gemacht habe. Es ruckelt sehr, sehr oft. Keine Ahnung, warum, aber ja. Es hakt uroft.
Unglaublich. Bist du denn deppert? Ich weiß nicht, ob ihr das wahrnimmt da auf der Aufnahme, aber das ist ja nicht normal. So, was haben wir da stehen? Cool. So, Naturvölker und Schmetterlingspropheten. Okay. So, Schwarz ist tot, Schmetterling sagen den Tod des Träumenden voraus, Gefahr. Roter Schmetterling warnt vor einer Gefahr. Verlust, braune Schmetterlinge, was sagten Tragödien voraus, die Freunde betreffen sollten? Führung, gelb. Okay, Schmetterlinge betrachten helfenden und wegweisenden Visionen. So, und das letzte ist weiß, das ist Glück. Schmetterlinge betrachten Träume von Glück und Segen. Okay, danke. Ah, da liegt eins. Während du dich umsiehst, kannst du... Ja, okay, gut, das ist eh wurscht. Ja, es sagt mir meine Zukunft voraus. Danke. So, das ist jetzt gelb. Die Zukunft ist ungewiss. Ob die Prophezeiung wahr wird, hängt von deinen Entscheidungen ab. Drücke jederzeit R1, um den... Aha. Ah, hier sind die. Also, wie viel gibt's da? 1, 2, 3, 4, 5, 6 von jedem. Das heißt 6, 12, 18, 24. Und das sind 30. Okay. Und da unten haben wir was? Da unten haben wir Ereignis der Vergangenheit. Abspielen. Okay. Also zwei Tote im Sommer. Und da unten können wir dann ein Video freischalten. Ich drück mal drauf. Und wurden wahnsinnig. Oh, und wurden wahnsinnig. Okay. Wird schon so passen. Gehen wir mal weiter. Es leckt Uhr. Na, jetzt geht's wieder. So, haben wir da noch irgendwo ein Totem? Moment, da steht was. Alter, die Steuerung macht mich fertig. Die Vergangenheit liegt außerhalb unserer Kontrolle. Mhm. Chris? Bist du hier? Na, da gehen wir noch nicht rein. Wir schauen uns draußen noch um. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo was. Da, schaut's mal. Sehr gut. Dein Rucksack ist hier. Wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Hallo? Wir denn hier? Ah, ich weiß nicht. Noch sind wir gute Freunde, aber mag sie ihn? Naja, es geht. Wir tun herumschnüffeln, warum nicht? Aha! Sieh an, wer da ist. Ich schnüffle. So, das ist der Chris. Er ist verknallt in Ashley, humorvoll, beschützerisch, methodisch. Okay, keine Ahnung, was das bedeutet. Aber das werden wir dann herausfinden. Also, unser neuer Charakter. Erschreck mich nicht. I'm sorry, bist du meine Sekretärin? Es hat vibriert. Cool, dann danke fürs Bescheid sagen. Ich übernehme jetzt. Oh, also, ich hab da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Nein. Nein, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Ich will die ganze Zeit schnell gehen. Kann ich da nochmal reingehen? Oder habe ich das jetzt verspielt? Achso, da ist zu. Na gut, dann hat sich das auch erübrigt. Warte, ich komme, Chris. Warte ganz kurz, ich komme, ich beeile mich. Oh, es leckt Uhr.
Ich weiß nicht, ob sie das sieht. Ich muss mir das dann in der Aufnahme anschauen. So, was steht da? Das ist echt ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja, echt jetzt. In dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder hoch. Oh Mann, sieh doch mal. Krass. Besuchen uns die meistgesuchten Verbrecher Amerikas? Irgendwer hat das wohl geglaubt. Ach, komm schon, hier kommt doch fast nie ein Mensch her. Total tote Hose. Geht's? Also, gesucht wird Milgram Victor, Geschlecht männlich, Größe 188 cm. Letzte bekannte Adresse ist Blackwood Pines, zuletzt gesehen am 16.03.98. Gesucht in Verbindung mit vorsätzlichen Brandstiftung ersten Grades sowie mehrfacher Morddrohung. Jeder mit Informationen über diesen gefährlichen Kriminellen sollte schnellstmöglich die Polizei kontaktieren. Berittene Polizei, Juli 1998. Okay, gut, ich glaube, das war der Pädophile da hinten. Schauen wir mal, ob das so richtig ist. Auf jeden Fall gut, dass wir das gefunden haben. So, sammle Hinweise, um die Geheimnisvollen von Until Dawn zu lüften und deine... Okay. Das Spiel lässt mich gar nicht lesen. So, haben wir da irgendwo noch ein Totem herumliegen? Das wäre super. Ich hätte gerne mehr von dem Film. Tada! Ziemlich krass, oder? Ja! Komm schon, das sind coole Babys! Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Okay. Los geht's. Okay, muss ich das jetzt machen? Mit R2 schießen, oder? Mit L2 anvisieren? Okay. Wir brauchen nicht anvisieren, wir müssen einfach nur hingehen damit. Nur das Fadenkreuz drauf richten. Wow, guter Schuss, Sheriff. Okay, ich bin böse. Ich bin böse drauf. Ich bin mal so dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feinsten. Na, das glaube ich nicht, Kleine. Okay, weiter geht's. Naja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Oh, nein. Nein, auch das Eichhörnchen schieße ich nicht. Nicht schlecht. Ich hab dich erwischt. Hey, Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt den Dreh raus. Komm schon, Chris, die Seilbahn. Okay, jetzt spielen wir ihn. Da hinten war ich noch nicht. Haben wir da hinten irgendwo was liegen? Wieso kann ich die depperte Taschenlampe nicht anmachen? Muss echt schwer sein für Josh. Ich weiß gar nicht, wie er das aushalten kann. Ich wäre ein Wrack. Aber wir müssen einfach alle auf ihn aufpassen. Es muss so schlimm für ihn sein. Und er ist nicht gerade der Typ, der andere um Hilfe bittet, weißt du? So, ich schaue es mal mit ihm auch nochmal an. Vielleicht hilft das irgendwas. Ich weiß es nicht. Ah, jetzt ist die Türe offen, oder was? Hey, das ist schräg. Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Leute? Na, keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Ladies first. Ein wahrer Gentleman. Okay, dann schauen wir uns mal hier drinnen auch um.
Scheiß Lektur. Ich muss mir das dann in der Aufnahme anschauen, ob das auch da bei euch so der Fall ist. Ich dachte, die Bahn wäre schon näher. Das heißt wohl warten. Langsam kapiere ich, warum es den Schießstand als Zeitvertreib gibt. Wie lange dauert das noch? Ist ein großer Berg. Ja. Tagsüber ist er so schön, aber nachts wirkt er echt bedrohlich. Wie ein schlafender Riese. Welcher Irre baut denn auch da oben ein Haus? Um zu zeigen, wie reich man ist? Die sind nicht so reich. Ihnen gehört bloß ein Berg. Für einen gesunden Körper und papipapo. Was haben wir da? Ja gut, das Bild hat sich verändert. Ob das jetzt so interessant ist, weiß ich auch nicht. Mein lieber Chris. Haben wir hier drinnen nichts? Nichts Interessantes? Na, dann gehen wir wieder raus, da. So, und die Seilbahn ist eh schon da. Endlich, kommst du? Tja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hier bleiben, aber... Okay. Kann ich da auf die andere Seite auch rübergehen? Scheint nicht so, okay. Na gut, dann gehen wir halt rein in die Seilbahn. Ist wie beim Abschlussball. Und los geht's! Ja, auf ins Abenteuer! Ach, ich hoffe, wir tun das Richtige. Was? Ja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, nein. Es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay. Dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorn. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbarn. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat? Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Schmetterlingseffekt. Ja, das hat er gut erklärt. Nicht schlecht. So, dann haben wir die nächste hier, und zwar die Jazz. Selbstsicher, Mikes neue Freundin, gutgläubig und respektlos. Dich werden wir sterben lassen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute, Zeit sie zu begrüßen. Okay, machen wir jetzt noch weiter, oder? Ich weiß nicht. Aha, wenn ich nichts mache, dann sieht man die Gesichter. Auch hochinteressant. So, wo ist jetzt der Mike? Du bist ja die neue Freundin. Oh, was war das denn? Jess, hey! Jessica, hierher! Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lässt uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, geht, Chris. Hey, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Hey, Chris. Ich tue nur, was Sam mir gezeigt hat. Die privaten Gedanken anderer Leute sind mein persönlicher Spielplatz. Sei nicht so ein Arsch. Meine Güte.
Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris. Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Okay, sie ist aber respektlos. Soll man das jetzt auch respektlos spielen und dann beharren? Oder soll ich es erklären? Also ich würde es erklären. Das wäre, ja, mein Charakter. Aber sie ist ja respektlos. Ich mache jetzt trotzdem auf Erklären. Mike und Em sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Wow, Drama. Nicht wirklich. Eigentlich ein sauberer Schnitt. Em ist raus, ich bin drin. Ah. Okay, okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ach, ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam? Oh, hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Ehrlich, hätten sie die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Und die nächste, die Emily. Sie ist intelligent, Mikes Ex und einfallsreich. Und sie ist auch überzeugend. Okay. Aber ich bin jetzt trotzdem der Meinung, wir machen jetzt da hier Part Ende. Emily und ich glaube, der Schwarze neben ihr heißt Matt. Der wird auch sehr interessant. Und ich glaube, der Matt ist mit der Emily zusammen, wenn ich mich noch richtig erinnere. Aber mehr davon im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.